US-Sängerin Ariana Grande gehörte zu den Stars, die auf der Trauerfeier von Aretha Franklin einen Hit der verstorbenen Soul-Legende vortrugen. Nur wenige Minuten nach ihrem Auftritt kam es dann zum Skandal. Pastor Charles H. Ellis III. Befummelte die 25-Jährige. Der Geistliche zog Ariana in eine Umarmung. Dabei presste er seine Finger gegen ihre Brust. Leicht verdutzt schaut die hübsche Musikerin zur Hand des Pfarrers. Für die Fans ist das Verhalten des Pastors ein absolutes No-Go. Einige Twitter-User werfen ihm sogar sexuelle Belästigung vor. Nun hat Pfarrer Charles H. Ellis III. Selbst zu der mehr als fragwürdigen Geste Stellung bezogen. In der britischen Daily Mail entschuldigte sich der 60-Jährige und versicherte, Zitat, »Es würde mir nie in den Sinn kommen, einfach so die Brüste einer Frau anzufassen. Vielleicht habe ich eine Grenze überschritten, vielleicht war ich zu freundlich oder vertraut, aber nochmal, ich entschuldige mich.« Ariana Grande hat sich bislang nicht zu dem Fummelskandal geäußert. Wie sie auf die Entschuldigung reagiert hat, ist daher ungewiss.